Alter, was geht ab, Leute? Hunger? Zum Schluss, zum Abschluss des Jahres noch ein Video, wo wir uns ganz 2018 anschauen, was alles passiert ist. Ich habe hier diese coole Grafiktabelle gefunden, wo einfach alles markiert ist, was dieses Jahr passiert ist. Und das schauen wir uns genauer an, weil dieses Jahr ist echt eine Menge passiert. Top-Jahr, eine Menge neue Features. Pokémon Go ist nicht tot. Pokémon Go bringt immer neue Sachen, die halten uns am Ball. Ja, und das schauen wir uns heute mal an. Hier könnt ihr schon sehen, Weihnachten 2017 und dann hier direkt 2018 hat angefangen. Ich will nur mal kurz so nach hinten schauen, weil hier zum Beispiel, das war 2017, da seht ihr, wie wenig eigentlich passiert ist. Nur die Events an sich und das nicht mal regelmäßig, also das waren so Event, Pause, Event, Pause, Event, Pause. Und 2018 war einfach immer was los. Wirklich, wenn ihr jetzt die Liste dann seht, die Tabelle, Alter, die ist einfach voll, das ist ständig was. Und das ist 2017 fast leer, ja. Hier Raids sind gekommen. Oh, neues Arena-System. Okay. 2018 hat angefangen. Da hatten wir noch Grodon, eins der beliebtesten Raid-Bosse. Und danach kam Kyogre und Rayquaza. Das war eine gute Zeit, das war eine sehr aktive Zeit. Zwecks Raids. Verständlich, das sind drei Top-Pokémon. Viele wünschen sich diese Pokémon wieder zurück. Und ja, sie werden irgendwann zurückkommen. Bestimmt 2019, im neuen Jahr. Da bin ich mir sicher. Erstes großes Highlight, erstes großes Feature. Der erste C-Day. C-Day, richtig geniale Erfindung von Niantic. Da kann man die echt nur loben. Am Anfang gab es so Kritik, weil Niantic jetzt die seltenen Pokémon raushaut für die breite Masse. Aber ich finde es sehr, sehr gelungen. Meiner Meinung nach muss kein Pokémon selten bleiben und exklusiv. Ich habe kein Problem damit, dass jeder das bekommt und auch leicht bekommt. Und die C-Days, die jucken einfach. Die motivieren einen. Die Masse kommt wieder raus an den Tagen. Da zocken echt wieder haufenweise. Da sind wieder diese ganzen Menschenmassen am Start. Die Pokémon sind geil, die Boni sind geil. Ja, an den Tag hat man auf jeden Fall immer Bock zu zocken. Auch Kanimani C-Days zum Beispiel oder Endivir. Macht trotzdem Bock, macht trotzdem Spaß und lohnt sich auf jeden Fall immer. Und damals war es auch nur so, dass sich die Legendären für ein paar Tage überlappt haben. Wer einfach keinen Bock mehr hatte auf den vorherigen, der hat einfach den neuen gemacht. Und wer noch ein paar von den vorherigen gebraucht hat, gute, der hat einfach noch den alten gemacht. Das fand ich eigentlich ganz cool gemacht von denen, aber haben die ja jetzt geändert. Auch hier zum Beispiel Valentinstags-Event und Chinese New Year hat sich überlappt. Das finde ich auch gut, dass sich ein paar Sachen überlappt haben. Und Höhenfestival, also da hat sich ja drei Sachen überlappt. Das war heftig. Oder hier auch zum Beispiel Kyogre, Gordon und Rayquaza haben sich überlappt. Auf jeden Fall C-Day dann. Party und Pikachu. Windwoche war eigentlich sehr enttäuschend, muss ich sagen. Es gab diesen Bonus mit den Eiern und dass aus den Eiern dann angeblich bessere Pokémon gespawnt sind. Wind-Pokémon, aber beziehungsweise Drachen zum Beispiel. Aber ich habe nur Müll gebrütet, ich erinnere mich noch genau. Eine Menge Knackleon. Dann seht ihr auch schon Lugia. Während des Verlaufs hier seht ihr noch öfters Lugia. Aber Lugia wieder am Start als Shiny. Dann ein paar Babys als Shiny Extravaganza. Extravaganza, also Blüten, Eier, war so um Ostern herum. War okay. Dann kam Quest. Und Mewquest. Aber allgemein Quest. Auch eine der Top-Neuheiten. Sehr, sehr geil gemacht. Also die Spezialquest. Hammer. Und auch eine coole Art, die neuen Pokémon einzuführen, wie Mew, Celebi und so. Für manche richtig herausfordernd, für manche, die machen es an einem Tag. Also auch gut, dass sich das jeder so einteilen kann und so schnell und langsam machen kann, wie es für einen selber passt. Die 7-Tages-Feldforschungsdurchbrüche auch ziemlich gut gemacht. So bleibt man am Ball, so hat man immer Motivation, zumindest am Tag einmal den Stempel abzuholen. Also jeden Tag zu zocken. Und Quests an sich, super gemacht. Ein paar Quests, ja, die sind halt Müll. Keine Ahnung, es gibt voll schwierige Quests zum Beispiel. Und da kriegst du eine Sanana. Also manchmal verstehe ich die Quest nicht. Und dann gibt es voll so leichte Quests und dann gibt es so drei Sonderbaumbums oder so. Für eine Weile gab es jeden Monat so ein Top-Pokémon, das man so jagen konnte. In letzter Zeit nicht mehr, aber hoffentlich mal bald wieder. Dann hier ein paar Events. Ihr seht's, wir haben ja uns ja 2017 angeschaut. Event, Pause, Event, Pause. Und hier ist halt zum Beispiel Kanto-Woche. Ganz kurze Pause, drei Tage. Dann Earth Day, Boden-Event. Dann gar keine Pause, nicht ein Tag Pause. Und dann das Kampf-Event. Und seit diesem Jahr auch angeführt, dass eigentlich bei jedem Event irgendwelche neuen Shinies kommen. Was natürlich auch ganz cool ist, das gibt nochmal extra Motivation, das Event zu nutzen. Weil früher war es halt echt nur so ein Bonus fürs Event und dann,
kannst du den Bonus so hart grinden, so hart farmen, ausnutzen, wie du willst, aber mehr an sich gab es da auch nicht. Jetzt kannst du halt den Bonus nutzen und auf Shiny Jagd gehen. Das bringt mich direkt zum nächsten Event. Das war nämlich das erste ungewöhnliche Event, sag ich mal. Und zwar gab es Doppelfortschritt für Arena-Interaktion. Das heißt, wenn du einen Pokémon-Gang gesetzt hast, hast du anstatt 100 Fortschritt 200 Fortschritt bekommen. Fürs Füttern 40 anstatt 20. Und für Arena-Kämpfe das Doppelte. Für Raids hast du anstatt 1000 Arena-Punkte 2000 bekommen. Ja, und in der Zeit konnte man krass Arenen leveln und auf Gold bringen. Das war mal was anderes. Wie gesagt, nicht dieses stumpfe, okay, hier ist ein Bonus, farm den, bis du tot bist, bis du keinen Bock mehr hast. Sondern ein neuer Aspekt. Und ich wünsche mir auf jeden Fall von Niantic, dass sie 2019 dieses Event nochmal bringen. Das hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Das war meiner Meinung nach einer der besten Events. Weil es eben was anderes war, nicht einfach dieses stumpfe Bonus abfarmen. Und der Arena-Aspekt, Goldmedaillen, Goldarena, wurde dadurch unterstrichen, was mir sehr gefallen hat. Shiny Ho-Oh kam einfach so. Da, wo Latios bei denen war, war bei uns Latias. Weil das ist eine amerikanische Tabelle, Grafik. Und da, wo Latias gerade ist, da war bei uns gerade Latios. Und Latios hat sich mit Ho-Oh überschnitten. Und da habe ich mir einfach ein 100er Latios und ein 100er Ho-Oh gegönnt. Hier könnt ihr es auch sehen. Abenteuerwoche, also Gesteins-Event. Ein Tag Pause, Wasser-Event. Da kam Kyogre Shiny nochmal. Das war vor einem halben Jahr. Und seitdem warten alle auf Groudon und Rayquaza Shiny. Weil das ist ja ein Trio, die gehören eigentlich zusammen, aber ja, bisher kam nur Kyogre. Dann kam einfach so aus dem Nichts die Alolas. War eine coole Aktion. Schreibt übrigens noch unten in die Kommentare, welche Neuheit oder welches Event ihr am besten fandet. Was euch so gefallen hat. Was eure so Top-Momente waren. Wie gerade bei mir, Latios und Ho-Oh 100, beide gefangen. Innerhalb von 2-3 Tagen. Wie findet ihr die Neuheiten wie Adventure Sing, Trading, PvP, C-Days? Ja, Lavita C-Day. Lavita C-Day ging ab. Dann, das ging auch ab. Tauschen, Freundschaften, 7 Kilometer, ja. Das ist auch eine sehr gute Erfindung von Niantic. Ein sehr geiles Feature. Das hat das Spiel auch auf jeden Fall geboostet. Macht eine Menge Spaß. Freundschaften knüpfen, finde ich sehr gut. Vor allem das mit den Geschenken. Da bleibt man auch, das ist auch so eine Funktion. Also ich feiere alle Funktionen, die einen dazu bringen, jeden Tag zu zocken. Auch wenn es nur ein wenig ist. Und Freundschaften bewirken halt genau das, weil manchmal habe ich so gar keinen Bock. Aber dann denke ich mir, ja okay, gehe ich nochmal raus, ein paar Geschenke sammeln für die Freunde halt. Und hier könnt ihr es auch schon sehen. Lugia schon wieder. Das war, jetzt beginnt auch eine krasse Zeit. Weil das waren die Safari-Zonen und die ganzen Boni, die weltweit am Start waren. Und es waren heftige Boni. Also da hat Niantic echt aufgedreht für den Sommer 2018. Arctos Raid Day, Zapdos Raid Day und dann später auch Lavados Raid Day. Die Raid Days, auch so eine geile Erfindung. Genau dasselbe Prinzip wie bei den C-Days. Die Leute haben Bock, die Leute haben Motivation, rauszugehen und diesen Tag zu nutzen. Das finde ich sehr, sehr geil. Bitte mehr davon. Zum Beispiel Gengar Raid Day war auch geil. Es muss nicht immer ein legendäres sein. Jetzt für diesen Winter, für das Weihnachtsevent. Die Hoffnung ist noch nicht tot, aber dafür hätte ich mir auch einen Raid Day gewünscht. Nächste große Neuheit, Lucky Pokémon. Und da habe ich eine Theorie, eine Meinung. Ich bin mal gespannt, was ihr davon haltet. Und zwar wurde ja Tauschen angeführt. Und ich will nicht sagen, dass Tauschen enttäuscht hat oder gefloppt ist. Aber am Anfang war es halt so, es gab keinen Grund zu tauschen. Wieso soll ich mein geliebtes Dragonan mit 91 IV tauschen, wenn am Ende bei meinem Kollegen ein unter 50% Dragonan rauskommt? Und wir gehen jetzt vom ganz Anfang. Weil das haben sie zwar gut gemacht, dass IVs nicht bleiben, weil sonst hätte man das richtig hart ausnutzen können. Aber dadurch gab es halt auch gar keinen Grund zu tauschen, weil alles, was du tauscht, das wird zu Müll. Der einzige Grund, den es damals gab zu tauschen, waren halt neue Dex-Einträge, Incognitos und halt Shinies. Aber so normale Pokémon tauschen, effektive Pokémon, ganz am Anfang, da gab es keinen Grund dafür, weil die einfach schlechter geworden sind. Und was ich mich jetzt frage ist, hatte Niantic von Anfang an diese Lucky-Pokémon geplant? Oder war das eine spontane Kurzschlussreaktion, weil sie gesehen haben, okay, hey, das mit dem Tauschen funktioniert so nicht. Die Leute haben keinen Bock drauf, weil die Pokémon schlechter werden. Es gibt gar keinen Sinn. Und dann haben sie spontan Lucky erfunden. Oder war das von Anfang an geplant? Was glaubt ihr? Weil das hat Tauschen echt gerettet. Das hat Tauschen einen Sinn gegeben. Es war ein guter Weg, gute Pokémon zu bekommen. Es war geil für Sammler, etwas Neues zum Sammeln. Wie zum Beispiel mich. Dann kam das mit Pandia. Das finde ich auch geil. Weil auch das einen motiviert rauszugehen und die Quest zu sammeln und sogar zu jagen. Das Tausch-Event
auch eine geile Idee, auch mal was Neues, genau wie das Kampf-Event mit den Arenen. Nicht immer dieses stumpfe, hier ist ein Bonus, nutzt ihn aus. Für mich persönlich war das Event nicht so top, weil ich hatte kaum jemanden zum Tauschen. Aber an sich die Idee, Hammer, und ich würde mich freuen, wenn das dieses Jahr nochmal kommt. Silly Bequest, ja, was gibt's da zu sagen? Genauso gut wie Mew, finde ich sehr gut gemacht. Man kann sich über die Schwierigkeit streiten, manche haben sich beschwert natürlich, dass es zu leicht ist. Jetzt bei Silly war der Kritikpunkt ja eher, dass das weder zu leicht noch zu schwer war, sondern einfach nur Zeit absitzen. Es war nicht herausfordernd, sondern einfach, du musstest 7 Tage an deinem Stop drehen, also du musstest sozusagen einfach 7 Tage warten. Aber im Vergleich dazu, zum Beispiel Melton Quest, finde ich persönlich sehr gut. Vor allem die Belohnungen. Ultra Bonus war Hammer. Wie gesagt, diese ganzen Safari-Zonen und Boni. Antic hat 2018 da echt alles rausgehauen. Auch der Aufbau, die Spannung bis zum Ultra-Bonus. Oh mein Gott, was wird der Ultra-Bonus? Haben die gut gemacht. Kanto Regional aus den 7ern. Da kann man sich auch streiten. Ich fand's gut. Mir ist egal, ob die exklusiv sind oder irgendwas Seltenes. Ich will einfach alles haben. Und ich denke, die meisten freuen sich drüber, dass sie jetzt einen Kangama, einen Taurus, einen Pogenta haben. Auch wenn Kangama und Pogenta davor schon ein Event hat, aber falls man es verpasst hat. Und ich denke, die wenigsten haben da Bock, irgendwo hinzureisen, um sich diese Pokémon zu schnappen und sein, nur um den Pokédex zu füllen. Es gibt immer diese Kritiker, die dann sagen, ja, das ist nichts mehr wert, nichts Besonderes, aber mir ist es eigentlich egal, Hauptsache ich hab's. Und ich denke, die meisten denken auch so. Die wollen einfach nur ihren Pokédex voll haben. Dementsprechend eine coole Aktion und 2019 hoffentlich mit Gen 2 dann. Ja, was soll ich sagen? Der Mewtwo-Monat, Digga. Puh. Das hat so viele Spieler verärgert, aber es wurde trotzdem so viel geradet. Mewtwo, Alter. Ich glaube, Niantic hat in diesem Monat so viel Cash gemacht. So viel, wie die Leute geradet haben. Auch da dasselbe Argument. Die Leute haben rumgeheult, dass Mewtwo dann nichts mehr Besonderes ist. Aber haben trotzdem 200-300 Raids gemacht. Also, weiß auch nicht. Ihr habt das natürlich auch sehr gut genutzt. Ich habe noch einen 98er, noch einen 96er gefangen. Leider keinen dritten 100er, aber war eine geile Zeit. Die Leute waren sehr motiviert fürs Raiden. Deoxys hat dann Mewtwo in den X-Raids abgelöst, aber der Deoxys-Hype ist nicht wirklich da. Deoxys juckt so gar keinen, leider. Dann, diese Zeit mit dem Hut Pikachu und dem Shiny Traumato. Das war Mac 2018. Man hat jetzt mit Niantic an sich nichts zu tun. Ich meine, die waren dort offizieller Partner, aber es war jetzt kein Niantic-Event oder so, sondern einfach eine Messe. Aber auch eines der Highlights von 2018. War echt richtig cool dort. Hat Spaß gemacht. Viele von euch getroffen und ich meine, es gibt ja jedes Jahr die Safari-Zone. Deutschland, Dortmund, Oberhausen. 2019 wahrscheinlich auch. Aber einmal im Jahr ist halt doch ein bisschen wenig. Und mit der Mac gab es halt noch ein zusätzliches Event. Also wäre auf jeden Fall cool, wenn 2019 Niantic wieder irgendwas, irgendwo offizieller Partner wird. Und ja, wir da hinfahren und dann gibt es coole Inkognitos und eine Menge Spaß. Halloween 2018. Ich kann Niantic nur loben. Das mit Kripok und dieser kleinen Mini-Spezialforschung. Hammer. Tauscht mir alle eure Kripok. Ich brauche noch einen Lucky Kripok. Event an sich war top. Gengar Raid Day war auch der Hammer. Also die Quest für Halloween und der Raid Day für Halloween. Sehr geile Idee. Weihnachten leider nicht gemacht. Ich dachte, die machen das jetzt echt für jedes Event. Ja, und dann kommen wir auch schon langsam zum Ende des Jahres. Was gibt's da viel zu sagen? Sinnohstein gibt's da. Wurde eingeführt und die Melton Quest. Melton Quest war sehr gut. Eine Menge neue Shinies. Hier und da ein paar Events, aber zum Ende hin dann dachte man, kommt nichts mehr. Und dann auf einmal kam PvP. Bam! Der Knaller. Hier seht ihr nochmal Shiny Lugia und nochmal Shiny Ho-Oh. Super C-Day gab's auch oder C-Wochenende. Das war natürlich auch sehr episch. Das Wetter hat halt leider nicht mitgespielt. Das war echt regnerisch kalt. Und Regen ist halt das Schlimmste. Leider. Deswegen, ich persönlich habe den nicht so stark genutzt, aber war auf jeden Fall nochmal geil. Auch da eine Menge Kritikpunkte. Extra freigenommen für die ganzen C-Days jetzt. War das umsonst, weil am Ende kommt eh alles nochmal wieder. Genau wie bei den X-Raids mit Mewtwo. Jetzt dann, Weihnachtsevent läuft immer noch bis Anfang Januar. Und da könnt ihr auch sehen, das nächste große Event, sag ich mal, Kanimani C-Day. Ah ja, und Angst vor Deoxys, aber wie gesagt, es gibt nicht wirklich einen Hype für Deoxys. Ja, wie ihr sehen könnt, eine Menge passiert 2018. Man kann es gar nicht vergleichen mit 2017. Ihr seht's, die Karte, die Grafik ist einfach immer voll, okay? Immer ist irgendwas. Und jetzt schauen wir mal zurück. Alter, schaut's mal. Nichts. Stellt euch mal vor, was haben wir in dieser Zeit gemacht zwischen Pokémon Day und Water Festival? Was haben wir da gemacht? Das sind zweieinhalb Wochen oder so. Und jetzt regen wir uns auf, wenn mal eine Woche nichts ist.
Aber an sich ist eigentlich immer was. Also wenn Niantic das weiter so macht, 2019, dann haben wir auf jeden Fall immer was zu tun und bleiben immer am Ball und haben, glaube ich, immer unseren Spaß. Ich weiß nicht, was 2019 für neue Features rauskommen, was Niantic da geplant hat, weil an sich gibt es ja nicht mehr so viele Sachen. Aber eventtechnisch, ja, da ist Niantic gut am Ball. Es gibt zwei Sachen, die ich mir 2019 nochmal wünsche, eventtechnisch. Arenen, dieses Arena-Event und das Tausch-Event. Ist mal was anderes, finde ich sehr gut gemacht von Niantic. C-Days, top. Freue mich auf jeden C-Day. Raid Days, top. Freue mich auf jeden Raid Day. Freue mich auf jedes Event. Also eventtechnisch bin ich da immer am Start. Bei den Features, da gibt es eben ab und zu ein paar Negativpunkte. Aber wie wir sehen, zum Beispiel beim Tauschen, das haben sie verbessert und sogar gerettet mit dem Lucky-System zum Beispiel. Und PvP ist momentan nicht so beliebt. Steinigt mich nicht dafür, dass ich das sage, aber es ist halt so. Aber ich kann mir auf jeden Fall vorstellen und ich denke auf jeden Fall, dass Niantic daran noch arbeitet. Und die werden das auf jeden Fall nicht einfach so aufgeben. Und ich denke, 2019 wird PvP auf jeden Fall abgehen. Auf jeden Fall, das war's von mir, Leute. Ich hoffe, das Video ist nicht zu lang geworden. Ein Rückblick auf 2018. War ein geiles Jahr. Schreibt unten in die Kommentare eure Top-Momente. Was habt ihr gefeiert? Welche Events? Welche Features? Eure Top-Momente, was so alles bei euch passiert? Welche geilen 100er habt ihr bekommen? Woran werdet ihr euch auf jeden Fall erinnern? Aber das war's von mir, Leute. Ein letztes Mal dieses Jahr. Liken, subscriben, kommentieren. Checkt die anderen Videos ab. Folgt mir auf Instagram, Facebook, Twitter. Checkt den Shop ab. Und vergesst nicht, Pokémon ist serious business.